deswegen machen wir heute mal so ein bisschen Tour d'Horizon durch Syrien. Es ist ein Land, das eigentlich im Grunde genommen aus den Medien völlig rausgefallen ist. Es spielt eigentlich keine Rolle mehr. Und das bedeutet aber nicht, dass dieses Land dass der Krieg beendet wäre oder dass die Kuh vom Eis wäre, sondern es ist einfach nur so, dass die mediale Karawane weitergezogen ist. Das hängt auch damit zusammen, dass Kriege, wenn sie geführt werden, immer auch ein dazugehöriges Narrativ haben, sozusagen eine Erzählstruktur, einen Rahmen, innerhalb dessen ein solcher Konflikt dargestellt wird in den Medien. Der muss mit der Faktenlage nicht unbedingt identisch sein, also es muss in der Berichterstattung über einen gegebenen Konflikt nicht unbedingt darum gehen, sachlich und hintergründig darzulegen, was tatsächlich passiert in einer bestimmten Konfliktregion, sondern es muss sozusagen eine Erzählstruktur geschaffen werden, die ein Gut-Böse-Schema zeichnet. Und das war im Krieg in Syrien ganz eindeutig der Fall. Das Gut-Böse-Schema funktionierte in etwa so, die Darstellung des Krieges dort. Es gibt dort eine brutale Diktatur, Bashar al-Assad, unterstützt von Russland und dem Iran. Und dieses Dreigestirn ist jetzt gewissermaßen dabei, den heroischen Freiheitskampf des syrischen Volkes mit militärischer brachialer Gewalt zu unterdrücken. Und wir als freiheitsmotivierte und orientierte Menschen haben eigentlich gar keine andere Wahl, als diesen Freiheitskampf in Syrien mit allen unseren Mitteln und Möglichkeiten zu unterstützen, auf dass die syrische Bevölkerung sich von diesem skrupellosen Diktator und seinem Regime endlich befreien kann. Das ist zugespitzt gesagt in etwa das Narrativ gewesen. Natürlich ist Bashar al-Assad ein brutaler Herrscher, das ist gar keine Frage, der mit allen Mitteln seine Macht verteidigt und dabei auch nicht davor zurückscheut, ganze Wohnviertel in Schutt und Asche zu legen. Das Problem ist nur, dass diese Erzählstruktur, die ich gerade versucht habe zu umreißen, ein Gut-Böse-Schema zeichnet, das mit der Realität relativ wenig gemein hat. Denn es gibt in diesem Konflikt nicht hier die Guten und da die Bösen. Das ist in den seltensten Fällen der Fall, dass man bei Kriegen oder bewaffneten Auseinandersetzungen sagen könnte, hier sind jetzt die Edelmütigen und da sind jetzt die von Natur aus genetisch Defekten oder so etwas. Meistens ist die Wahrheit eher in der Grauzone zu finden. Man kann auch beobachten in diesem Krieg in Syrien, dass sich Frontverläufe immer wieder verändert haben und dass die Verbündeten von heute teilweise die Todfeinde dann von morgen geworden sind. Zu den vielen Mysterien dieses Krieges in Syrien gehört auch, dass stets der Eindruck erweckt wurde, dass die Opposition, die nun gegen das Assad-Regime kämpft, eine gemäßigte sei, gewissermaßen der bewaffnete Arm der syrischen FDP, die nun versuchen würde, die Verhältnisse zu ändern. Das war allerdings nie der Fall, zu keinem Zeitpunkt der Fall. Es war vielmehr so, dass die einzigen militärisch relevanten Kräfte, die gegen das Assad-Regime tätig geworden sind, Dschihadisten waren, also radikale islamistische Gruppierungen aus dem Umfeld von Al-Qaida oder aus dem Umfeld des Islamischen Staates, die versucht haben, hier mit aktiver Unterstützung westlicher Waffenlieferanten und türkischer Waffenlieferanten eine Veränderung der Machtverhältnisse in Syrien herbeizuführen. Wenn man über Syrien redet, ist es immer hilfreich, sich vor Augen zu führen, dass Syrien ein Land ist, das im Nahen Osten liegt. Das heißt, die sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen sind andere als bei uns im westlichen Europa. Und deswegen ist es immer sehr schwierig, wenn man versucht, Konfliktlösungen vorzuschlagen, wie es dann hier im Westen geschehen ist, nach dem Motto Regimewechsel herbeiführen und dann kommt die syrische Zivilgesellschaft an die Macht, die dann demokratische Strukturen herbeischaffen wird, um auf diese Art und Weise dann eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Solche Überlegungen, die eine große Rolle spielen, vor allem in der Partei der Grünen, aber nicht nur bei denen, haben in der Regel mit der Wirklichkeit sehr wenig gemein. Denn das Problem dieses ganzen Zivilgesellschaftsdiskurses, den wir hier gerne in Deutschland, in westlichen Gesellschaften hochhalten, ist, das funktioniert in unseren Ländern, in Ländern, die ich beschreiben möchte als industrialisierte Gesellschaften mit einem hohen Maß an Individualität, einem hohen Maß auch an gesellschaftlichen Organisationsmöglichkeiten. Es gibt ja keine Begrenzung, wenn es darum geht, sich irgendwo gesellschaftlich oder politisch zu organisieren. Man kann sich einer Partei anschließen oder selber eine Gruppierung gründen, zivilgesellschaftlicher Art, einen e.V., einen eingetragenen Verein gründen. Es gibt also sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Diese Möglichkeiten haben sie aber in den Ländern der arabisch-islamischen Welt kaum.
weil es hier keine gesellschaftliche Pluralität gibt, in dem Sinne, dass man einfach dem jeweils an der Macht befindlichen Herrscherhaus Kontra geben könnte. In den meisten arabischen Staaten sind Parteien verboten, und wo es sie gibt, sind es meistens reine Klientelbündnisse, die die Aufgabe haben, das jeweils herrschende Regime zu unterstützen. Und man schießt sich solchen Parteien dann an, als Syrer oder Libyer oder was auch immer, weil man, wenn man in einer solchen Partei ist, natürlich die Nähe der Macht sucht und damit wirtschaftliche Vorteile für sich selber. Die Strukturen in der arabischen Welt sind weit andere, als sie eben nicht bürgerliche Mittelschichtsgesellschaften vorfinden werden in der Region, sondern es ist eher eine soziale Pyramide, mit der man es zu tun hat dort. Einige wenige an der Spitze, 2-3% der Bevölkerung, die aus dem Umfeld der Macht- und der Wirtschaftselite kommt, die über sehr viel Geld verfügen, untereinander vielfach versippt und verschwägert sind und Geschäfte machen, sehr reich sind, dieses Geld vielfach ins Ausland geschaffen haben. Die Mittelschichten sind auch da, aber sie sind eher schwach ausgeprägt. Vielleicht machen sie 40-50% der Bevölkerung aus. Und man muss sich immer vor Augen führen, dass ein Mittelschichtsangehöriger, ein Lehrer beispielsweise, verdient in Syrien, in Ägypten, noch weniger in Syrien, vielleicht 100-150 €. Sie haben sie aber gleichzeitig eine hohe Inflation, sodass dieses Geld eigentlich ständig weniger wird, weil eben der Wechselkurs katastrophal ist zu Hartwährung. Das heißt, niemand kann von diesem Geld wirklich existieren. Und das, was die Leute eben zusammenhält, was dazu führt, dass die Leute nicht alle jetzt untergehen, das ist die Solidarität der Großfamilie, des Clans, des Stammes, der religiösen, der ethnischen Gruppierung, zu der man gehört. Das ist eine ganz, ganz wesentliche und auch Überlebensfrage, zu welchem Verein man denn jetzt gehört. Wenn Sie als Sunnit in eine schiitische Straßensperre geraten, im Irak beispielsweise, oder als Christ in eine Straßensperre des Islamischen Staates, na dann viel Spaß. Also die Frage der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe ist also eine ganz, ganz wesentliche. Und die kann man sich auch nicht auswählen, sondern das wird einem durch die Gnade der rechten Geburt oder auch unrechten Geburt zuteil. Und man kommt aus dem Verein, aus dem man dann, in dem man hineingeboren worden ist, auch nicht ohne weiteres heraus. Das geht eigentlich kaum. Und vor allem dann, wenn der Staat aufhört zu existieren, dann ist die Frage der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe sehr wichtig für das eigene Überleben. Deswegen fühlen sich die Sunniten sehr wohl in ihren sunnitischen Wohnvierteln, die Alawiten in alawitischen Wohnvierteln. Wer sind die Alawiten? Das werde ich gleich erklären. Wir haben also eine soziale Pyramide, wir haben sehr viel Armut. Nicht nur in Syrien, in allen arabischen Ländern, wobei die Lage in Syrien immer noch besser war bis zum Krieg als etwa in Ägypten, was mit die katastrophalsten Rahmenbedingungen aufweist in der arabischen Welt, jetzt mal abgesehen vom Sudan vielleicht. Hohe Analphabetenquote in Ägypten und alles ganz schwierig von den sozialen Verhältnissen her. Millionen Menschen, die nicht lesen, die nicht schreiben können. Und das ist immer schlecht, weil das ein hervorragendes Rekrutierungspotenzial darstellt dann für radikale Gruppierungen, die dann, wenn sie über Geld verfügen, dass sie zahlen können, natürlich viel Resonanz finden in einer völlig verarmten Bevölkerung. In Syrien also sind die Verhältnisse so gewesen, dass im Jahr 1970 Hafez al-Assad, der Vater des jetzigen Präsidenten Bashar al-Assad, sich an die Macht gepusht hat. Die Alawiten sind eine religiöse Minderheit in Syrien, die etwa 10% der Bevölkerung ausmachen. Sie sind eine Abspaltung des schiitischen Islam. Und die syrischen Alawiten sind nicht zu verwechseln mit den türkischen Aleviten. Das ist sozusagen ein ganz anderer Gesangsverein, obwohl der Name fast ähnlich ist, fast identisch ist. Die syrischen Alawiten also stellen eine religiöse Minderheit dar, trotzdem sind sie sehr mächtig und einflussreich geworden. Das hängt zusammen mit der kolonialen Geschichte Syriens. All diese Länder des Nahen und Mittleren Ostens haben ja eine Vergangenheit, die geprägt ist durch koloniale Einflussnahme. Diese Staaten, wie wir sie heute kennen, gehörten ursprünglich zum Osmanischen Reich. Selbiges zerfiel im Verlauf des Ersten Weltkrieges. Und 1916 haben Großbritannien und Frankreich als die damals dominanten Kolonialmächte die Region unter sich aufgeteilt. Frankreich hat Syrien und den Libanon sich unter den Nagel gerissen und Großbritannien hat den Irak bekommen, Transjordanien und Palästina. Das war also natürlich alles entschieden worden über den Köpfen der jeweiligen Bevölkerung hinweg. Und nachdem dann die Franzosen ihre Herrschaftsausübung begonnen hatten in Syrien, mussten sie also überlegen,
wie kann man das organisieren? Und sie haben dann die aus ihrer Sicht, aus kolonialer Sicht, intelligente Idee gehabt, bestimmte Gruppierungen gegenseitig in Stellung zu bringen. Die Alawiten gehörten damals zu den Ärmsten der Armen und waren vor allem landlose Bauern, die mehr schlecht als recht überlebt haben, als Tagelöhner arbeiten mussten. Und als die Franzosen dann Kolonialtruppen aufgestellt haben, um die wiederholten Aufstände in Syrien niederzuschlagen, haben sie vor allem Alawiten rekrutiert und eine andere religiöse Gruppierung namens Drusen. Denn die waren auch nicht sehr reich und das ist natürlich prima, wenn man aus einer armen Bevölkerungsgruppe kommt, kriegt Waffen, hat Macht, kann gegen diejenigen, die einem jahrhundertelang ausgebeutet haben, militärisch vorgehen, das macht Spaß. Und so waren also die Alawiten dann in der entstehenden, in diesen Einheiten, die Franzosen aufgestellt hatten, führend. Und nach der syrischen Unabhängigkeit 1946 haben sie dann auch in der Armee einen großen Einfluss gehabt. Es gab dann in den 50er, 60er Jahren sehr viele Putsche in Syrien und mit jedem Putsch hat sich dann sozusagen die alawitischen Soldaten dann hochgeputscht in der Hierarchie. Und diejenigen, die über Geld verfügten, haben ihre Söhne freigekauft vom Militärdienst, aber die Alawiten hatten kein Geld, also waren die Alawiten diejenige Kraft, die die Armee dominiert hatten. Und dementsprechend konnte sich also Hafez al-Assad 1970 an die Macht putschen. Wie organisiert man aber Macht in einem Land, wenn man doch nur einer Gruppierung angehört, die gerade mal 10% der Bevölkerung ausmacht? Das kann man nicht nur mit den Mitteln der Repression machen, das ist natürlich ein wichtiges Instrument, das hat auch in allen arabischen Ländern immer so stattgefunden, dass die Armee und die Geheimdienste die Aufgabe hatten, die eigene Bevölkerung zu kujonieren und auf Linie zu halten. Gleichzeitig aber braucht man natürlich auch eine Ausweitung der eigenen Machtbasis und das Regime von Hafez al-Assad ist in den 1980er Jahren dazu übergegangen, einflussreiche sunnitische Händlerfamilien, Händlerdynastien aus Damaskus und aus der Handelsmetropole Aleppo heranzuführen an die Macht. Man hat gewissermaßen ihnen Deals gemacht nach dem Motto, ihr könnt Geld verdienen, wir geben euch Bereiche der Wirtschaft, die nicht staatskapitalistisch organisiert sind, sondern wo die freie Marktwirtschaft obwalten soll und ihr habt darauf Zugriff, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber stellt nicht die Machtfrage. Und dieser Deal hat eigentlich funktioniert bis in die Gegenwart, bis zum Ausbruch des Krieges, aber eigentlich bis in die Gegenwart hinein. Im westlichen Narrativ mit Blick auf den Krieg in Syrien wird gerne dargelegt, dass die gesamte syrische Bevölkerung sich gegen das Regime von Bashar al-Assad erhoben hätte, vergleichbar etwa dem ägyptischen Volksaufstand 2011. Aber dieser Vergleich ist in der Sache nicht richtig. Es war nie die gesamte syrische Bevölkerung, die sich an diesem Aufstand gegen Assad beteiligt hat. Die religiösen Minderheiten zum Beispiel haben es nicht getan und die sunnitischen Händlerfamilien haben es auch nicht getan. Nicht, weil sie ihn so toll fänden, sondern weil manchmal der Teufel, den man kennt, die bessere Alternative sein kann, als der Satan, der da möglicherweise als nächstes sich an die Macht dann bringt. Die religiösen Minderheiten und die reichen Sunniten oder die besser gestellten Sunniten hatten ja nicht diese westliche Naivität, dass im Falle eines Sturzes von Bashar al-Assad dann die Zivilgesellschaft an die Macht kommt und dann kommen irgendwie gemäßigte Demokraten und die machen dann ein auf Basisdemokratie und am Ende wird dann eine Regenbogenfahne über Damaskus, sondern die wussten ganz genau, wenn es zu einem Sturz dieses Regimes kommt, dann werden radikale Islamisten die Macht übernehmen, radikale Sunniten. Und warum soll ich als Christ ein Interesse daran haben, dass irgendeine Nusra-Front, also der syrische Ableger von Al-Qaida, was für ein Interesse soll ich haben, dass diese Leute an die Macht kommen und mich dann in zwei Teile sozusagen verdoppeln? Und dementsprechend haben diese religiösen Minderheiten und die besser verdienenden Sunniten sich diesem Aufstand zu keinem Zeitpunkt angeschlossen. Der soziale Träger dieser Aufstandsbewegung gegen Assad waren vor allem verarmte Sunniten, waren Leute, die zum Beispiel als Bauern tätig waren, dann aber in diesen Wüstengebieten oder Halbwüstengebieten in den östlichen Landesteilen Syriens ihre Ländereien, ihre wenigen, die sie hatten, in den 90er Jahren aufgeben mussten, aufgrund von anhaltender Dürre, sind dann in die Großstädte gegangen, haben da ein städtisches Subproletariat gebildet, ein Prekariat, würden wir heute sagen. Sie haben von der Hand in den Mund gelebt, mit anderen Worten. Ich erzählte eben von der sozialen Pyramide, nicht? Also die Mittelschichten sind ja gerade mal 40-50% und der Bodensatz, das sind Tagelöhner. Das sind Leute, von der Hand in den Mund zu überleben versuchen.
Und das ist in Syrien eben auch der Fall gewesen, dass diese Gruppierung sehr stark und einflussreich ist. Und einflussreich im Sinne von, wenn ein Krieg losgeht und eine Bewegung gewalttätig wird, dann gibt es also viele, die glauben, sie hätten nichts mehr zu verlieren und sie greifen dann eben zu den Waffen. Ja, es gab Demonstrationen in Syrien, die gingen los im März, April 2011. Und diese Demonstrationen richteten sich gegen die schwierigen Lebensverhältnisse in Syrien, die schwierige Wirtschaftslage, die fehlenden Perspektiven. Diese Länder, nicht nur Syrien, die arabischen Länder insgesamt, sind sehr, sehr stark sozialdarwinistisch organisiert. Es gilt die Gnade der rechten Geburt. Wer das Pech hat, sozusagen in die falsche soziale Schicht oder in die falsche Familie hineingeboren worden zu sein, der hat einfach Pech gehabt. Also soziale Errungenschaft, wie wir sie haben, von der Krankenversicherung bis zur Rente, das gibt es dort, wenn überhaupt, nur in Ansätzen. Es ist, wie erwähnt, nur die Großfamilie, die das Überleben des Einzelnen in Zeiten der Not organisiert und gewährleistet. Und wer über keine Großfamilie verfügt, der hat ein großes Problem. Aber die meisten haben natürlich eine, wie gesagt, man wird ja dort hineingeboren. Und die Proteste richteten sich zunächst gegen die Korruption des Regimes. Alle Herrscher in der arabischen Welt sorgen dafür, dass ihre eigenen Clan-Angehörigen als Erste gut versorgt werden, dass es ihnen gut geht. Und sie haben nicht so sehr die Idee, dass man ein ganzes Land auch entwickeln könnte. Das würde ja bedeuten, dass man Infrastrukturmaßnahmen finanzieren müsste, dass man sich Maßnahmen überlegen müsste im Bereich der Stadtentwicklung beispielsweise. Denken Sie an Megastädte wie Kairo. In all diesen Städten nirgendwo wird irgendwas organisiert. Das wuchert und wächst einfach. Es gibt keine wirkliche Planung. Jeder macht, was er will. Es ist alles korrupt, dieses System. Man kann alles und jeden kaufen. Und dementsprechend werden große soziale Herausforderungen gar nicht erst bewältigt. Stadtplanung gehört dazu, die explodieren, die Bevölkerungsexplosion gerade in Ägypten. Viel zu viele Menschen, die dort geboren werden, die alle keine Perspektive haben. Und dann in ja, die Perspektivlosigkeit gehen und dort eben auch viel Blödsinn dann anstellen können, wenn jemand von außen kommt und Geld bietet, damit sie bestimmte Sachen machen, zum Beispiel die Kirche anzünden im Nachbardorf, damit die Christen von dort vertrieben werden, weil man deren Ländereien haben will, als muslimischer Radikaler, nur mal als Beispiel. Die Protestbewegung also in Syrien richtete sich gegen das Regime, gegen die fehlenden Aufstiegschancen einer überwiegend aus jüngeren Menschen bestehenden Gesellschaft. Die Hälfte der arabischen Bevölkerung ist jünger als 25 Jahre. Und es ist natürlich ziemlich bitter, wenn man dann sozusagen millionenfach Menschen hat, die keine Zukunft haben. Keine Jobs, nichts, ganz schwierig. Ja, wer nicht die richtigen Kontakte hat, der hat ein großes Problem. So, diese Strukturen sind zum Teil selber geschaffen, selber verursacht, weil die arabischen Regime eben nie Interesse gezeigt haben, ihre eigenen Länder zu entwickeln. Das Militär spielt eine wesentliche Rolle in allen arabischen Staaten. Oder eben Erbmonarchien, nicht? In den Golfstaaten, in Marokko, Jordanien, Erbmonarchen, die ihre Legitimation dann zum Teil daraus beziehen, dass sie angeblich Nachfahren sind des Propheten Mohammed. Das gilt für Marokko, das gilt für Jordanien. Das, ich meine, gut, im weitesten Sinne sind wir alle mit Mohammed und Jesus verwandt. Also man muss nur großzügig genug die Kreise dann ziehen. Aber das dient eben wesentlich der Legitimation. In Syrien war es, wie gesagt, Militärputsch und die Vererbung der Macht vom Vater auf den Sohn. Bashar al-Assad im Jahr 2000 die Macht übernommen, war zunächst in der eigenen Bevölkerung auch sehr beliebt, galt als Erneuerer, konnte sich aber gegen die Betonköpfe in der Herrschafts- und Machtelite, die vor allem aus der Generalität, den Geheimdiensten, dem Sicherheitsapparat bestand und besteht, und gegenüber den Teilen der Wirtschaftsführer, die eben den staatskapitalistischen, also den DDR-Teil der Volkswirtschaft, wenn man so will, verwaltet haben. Das ist so eine Hybridität, wie erwähnt, auf der einen Seite staatskapitalistische Betriebe und auf der anderen Seite eben Privatunternehmen. Und Regimevertreter sind immer sehr interessiert daran, dass sie dann als Direktoren eingesetzt werden von staatlichen Betrieben, die sie dann gerne auch zugrunde wirtschaften. Das ist völlig egal. Hauptsache, man hat genügend Geld erwirtschaftet und das dann rechtzeitig auf Schweizer Konten dann sie übertragen. Also wirklich schwierige Rahmenbedingungen, das muss man sagen. Diese Proteste, die richteten sich zunächst, wie gesagt, gegen die Exzesse des Regimes. Da war von Regimewechsel gar nicht die Rede. Und das Regime war dann so dumm, mit äußerster Gewalt gegen diese Protestbewegung vorzugehen und sie eben niederzukartätschen. Und dementsprechend ist dann dieser Konflikt schnell eskaliert.
Andererseits muss man sagen, jenseits der Dummheit des Regimes, gleich mit Gewalt, also mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, wenn man so will, gleichzeitig ist aber dieser Konflikt in Syrien eben nicht nur ein innerer Konflikt, sondern ist es gleichzeitig eben auch ein Stellvertreterkrieg, der in Syrien ausgetragen wird, und es stehen sich hier zwei Seiten gegenüber. Auf der einen Seite die westlichen Staaten, geführt von den USA, gefolgt von der Europäischen Union, plus Türkei und die Golfstaaten, hier insbesondere Saudi-Arabien. Alle diese genannten Länder wollten den Sturz des Regimes von Bashar al-Assad, nicht weil er ein brutaler Herrscher wäre, das ist ein Regime auf jeden Fall, aber es gibt viele brutale Herrscher weltweit, auch in der arabischen Region, die alle in Ruhe gelassen werden, das gilt auch für Sisi, den Herrscher von Ägypten, solange sie eben nur pro-westlich sind. Das Problem mit Assad war und ist, dass er eben nicht pro-westlich ist, sondern eng liiert ist mit Russland und mit dem Iran. Damit fällt er in die Kategorie des Bösen. Er steht eben nicht für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Deswegen ist jemand, der so agiert wie er, dann auch gerne jemand, den man gestürzt sieht. Natürlich immer im Namen höherer Werte, aber es geht um Machtpolitik, es geht um Geopolitik. Diejenigen, die den Sturz von Assad wollten, denken es weniger um die Frage, ob das jetzt der eigenen Bevölkerung anschließend besser geht oder nicht, sondern vor allem darum, dass man Russland und den Iran, deren Einfluss in der Region zurückdrängen wollte, denn Syrien ist der einzige Verbündete der beiden genannten Staaten, Russland und Iran, in der arabischen Welt. So, nun dummerweise ist dieses Kalkül nicht aufgegangen. Denn die westlichen Staaten haben verschiedene Fehler begangen. Sie haben zunächst einmal massiv Waffen exportiert in Richtung Syrien. Ich beschreibe in meinem Buch, wie, was mir auch nicht klar war, dass die Amerikaner im großen Umfang Waffen in Libyen eingekauft. Da war ja 2011 das Gaddafi-Regime gestürzt worden. Und man hat dann anschließend im großen Umfang eben Waffen dort eingekauft oder beschlagnahmt des Gaddafi-Regimes und die dann schiffsweise in Richtung Syrien befördert, beziehungsweise in die Türkei, und von dort aus ging das dann weiter nach Syrien, um eben die Aufständischen zu bewaffnen, damit sie Krieg führen gegen das Regime von Bashar al-Assad. Wir wissen aus freigegebenen Geheimdienstdokumenten, dass die Amerikaner sehr früh schon wussten, dass die Hauptträger des Aufstandes zunächst einmal gar nicht in Syrien beheimatet waren, sondern vor allem aus dem Irak rübergekommen waren, nämlich es waren Vertreter des Islamischen Staates. Der Islamische Staat ist entstanden ursprünglich im Irak im Zuge der militärischen Intervention, die von den USA und Großbritannien angeführt wurde 2003 mit dem Ziel, Saddam Hussein zu stürzen. Das ist dann ja auch geschehen. Die Amerikaner hatten aber keinen Plan für den Wiederaufbau oder für die Neugestaltung des Irak. Im Irak war es so, dass die Sunniten die Macht innehatten seit osmanischer Zeit bis zum Sturz von Saddam Hussein. Aber die Mehrheit der Bevölkerung im Irak, die besteht aus Schiiten. Und in Syrien ist es so, dass die Sunniten die Bevölkerungsmehrheit stellen. Ne? 60% der Bevölkerung dort sind Sunniten. Und und nun kamen also die Schiiten an die Macht in Bagdad, ist auch erstmal in Ordnung, stellen auch die Mehrheit der Bevölkerung. Das Blöde war nur, dass sich die neue schiitische Machtelite rächen wollte für Jahrhunderte der Unterdrückung durch die Sunniten. Und man hat also Hunderttausende entlassen, vor allem also eigentlich jeden staatlichen Angestellten, der Sunnit war, der verlor seinen Job, von der Krankenschwester bis zum Hochschullehrer. Und dann hatten die Amerikaner die Idee, die irakische Armee aufzulösen, Geheimdienste und die Partei von Saddam Hussein, und dann waren auf einmal über Nacht quasi erneut 200.000-300.000 Sunniten arbeitslos geworden, die aber alle mit Waffen umzugehen verstanden und auch noch welche zu Hause im Garten verbuddelt hatten oder wo auch immer. Jedenfalls entstand dann eine Widerstandsbewegung gegen die amerikanisch geführte Besatzung, amerikanisch-britisch geführte Besatzung und gegen die neuen schiitischen Machthaber in Form von Terroranschlägen und so weiter. Radikale Schiiten gingen dann also, radikale Sunniten machten also Jagd auf Schiiten, und radikale Schiiten machten das dann umgekehrt dann auch mit Sunniten, und es gingen dann Bomben hoch in den Wohnvierteln der Leute, wurden auf Märkten deponiert, es gab eben sehr, sehr viele Tote, und es entstand dann also eine Untergrundbewegung, die mehr und mehr terroristische, gewalttätige Züge annahm, und darunter eben auch der Islamische Staat im Irak, wie er zunächst hieß. Und der Islamische Staat im Irak, der hat sich dann, als der Krieg in Syrien dann Fahrt aufnahm, auch schnell in Richtung Osten Syrien ausgebreitet, mit dem Ergebnis, dass dort dann später das Islamische Kalifat ausgerufen wurde. Und das alles haben die Amerikaner, wir wissen das, ich zitiere aus den entsprechenden Geheimdienstpapieren, die freigegeben sind, das haben die alles gewusst und haben es sehenden Auges geschehen lassen.
weil sie sich gesagt haben, das ist doch prima, sind die nützlichen Idioten, die für uns dann einen Regimewechsel besorgen können in Damaskus. Das Ganze hat aber nicht funktioniert, weil eben Russland und der Iran ihrerseits strategische Pläne geschmiedet haben, sich gesagt haben, nö, wir wollen, dass Assad an der Macht bleibt, denn Syrien würde andernfalls ebenfalls in die westliche Hemisphäre mit aufgenommen werden. Es würde unseren Einfluss in der Region schwächen. Wir sind also nicht daran interessiert, dass dieses Regime stürzt. Man hat das ja den Russen, den Iranern immer wieder auch zum Vorwurf gemacht, dass sie skrupellos seien, weil sie diesen Diktator unterstützen würden und so weiter. Aber was die andere Seite gemacht hat, die westliche Seite war auch nicht viel besser, nämlich Dschihadisten im großen Umfang zu bewaffnen. Und da sind wirklich massive Waffenexporte haben stattgefunden. Es gibt keine gesicherten Zahlen, aber allein die USA sollen jedes Jahr im Wert von rund 1 Milliarde Dollar Waffen an diese Dschihadisten geliefert haben. Das ist schon sehr erstaunlich, denn es sind im Grunde genommen dieselben Leute, die von ihrer Mentalität und von ihrer ganzen Herangehensweise auch das Attentat des 11. September 2001 hätten verüben können. Aber hier nun galten sie als gemäßigte Opposition. Und das ist wirklich auch interessant zu sehen, dass bei Konflikten internationaler Art, wie hier jetzt im Falle Syriens, die mediale Berichterstattung sehr stark, wie soll ich sagen, Interesse geleitet ist. Es geht nicht darum, zunächst einmal sachlich aufzuklären, was eigentlich vor Ort geschieht, was passiert, wer kämpft da eigentlich gegen wen, sondern man beginnt von Anfang an ein Narrativ, eine Erzählung anzubieten, die plausibel klingt, aber mit der Realität, mit der Wirklichkeit relativ wenig zu tun hat. Und das kann man natürlich alles machen, das führt dann aber zu verheerenden Fehleinschätzungen mit Blick auf das, was im Land wirklich stattfindet. Und das Ergebnis ist dann eben ein intensiver Krieg, wie er eben in Syrien stattgefunden hat. 23 Millionen Einwohner hat Syrien und rund die Hälfte davon sind Flüchtlinge. Die meisten dieser Flüchtlinge sind Binnenflüchtlinge, die haben sich also in die Gebiete geflüchtet, die unter der Kontrolle von Assad stehen. Und große Flüchtlingszahlen gibt es auch noch in der Türkei, Libanon und Jordanien. Ein Teil auch ist nach Europa gekommen, insbesondere hier nach Deutschland. Ja, und dementsprechend hat das natürlich hier auch die Innenpolitik mächtig aufgewirbelt. Dieser Krieg in Syrien ist insofern ein Novum, als zum ersten Mal westliche Staaten, in diesem Fall die Europäer, mit den Konsequenzen ihres eigenen Tuns unmittelbar konfrontiert werden. Das Projekt Regimewechsel ist ja eines, das nicht isoliert zu sehen ist. Es gab in den USA eigentlich schon seit den 1990er Jahren verstärkt Überlegungen, die Regime in der Region nacheinander zu ersetzen durch pro-westliche Regime. Irak sollte Regimewechsel stattfinden, Libyen, Syrien, Iran, ein Land, wo ein Regimewechsel noch ansteht. Und diejenigen, die in Afghanistan hat es auch einen Regimewechsel gegeben nach 9-11. Aber das Erstaunliche ist, dass man eigentlich nicht gelernt hat in westlichen Hauptstädten, dass dieses Projekt des Regimewechsels nirgendwo für Stabilität und bessere Verhältnisse gesorgt hat, sondern eigentlich ein Riesenchaos ausgelöst hat. Staatszerfall, Anarchie, das Vordringen militanter Gruppen, terroristische Bewegungen und so weiter, das alles ist gestärkt worden. Also die Region ist heute in einem Zustand chronischer Instabilität und Unübersichtlichkeit. Es ist interessant darauf zu verweisen, dass die Bundesregierung sehr enge und gute Beziehungen hatte zu Syrien, bis der Krieg ausbrach. Und dann wurde die Bundesregierung in die Pflicht genommen, sich vor allem auf Drängen der USA und Frankreichs einer harten Linie gegenüber dem Assad-Regime anzuschließen. Berlin hat dann auch diesen Vorstellungen insoweit genügt, dass man die diplomatischen Beziehungen abgebrochen hat, Syrien auf die Sanktionsliste in vielerlei Hinsicht gesetzt hat. Und auf diese Art und Weise hat man sich der Möglichkeit beraubt, zu verhandeln mit diesem Regime. Man hat sehr früh auf Regimewechsel gesetzt, in einer völligen Verkennung der Gegebenheiten vor Ort. Ich meine, wie gesagt, die Hälfte der Bevölkerung steht nach wie vor hinter diesem Regime. Nicht aus Liebe zum Diktator, sondern aus Angst vor dem, was danach kommen könnte. Und es ist natürlich auch sehr fragwürdig, auch wenn einem ein Regime nicht gefällt, zu sagen, wir besorgen jetzt einfach mal den Regimewechsel. Das ist sehr fragwürdig in rechtlicher Hinsicht, denn wer befindet eigentlich nach welchen Kriterien, in welchem Land, wann und unter welchen Bedingungen ein Regimewechsel stattfindet?
wenn man das sozusagen zur Norm werden lässt, dass bestimmte Länder, die über Macht und Einfluss verfügen, diesen Weg gehen können, dann muss man es auch akzeptieren, dass China eines Tages sagt, so, jetzt besorgen wir uns mal, jetzt sorgen wir mal dafür, dass auf Taiwan nun sozusagen kommunistische Ideale verwirklicht werden und wir führen das Land jetzt heim ins chinesische Großreich. Also es ist eine sehr gefährliche Form der Politik, die man natürlich machen kann, wenn man Weltmacht ist. Die USA sind eine Weltmacht. Sie wollten diesen Regimewechsel aufgrund der engen Verbindungen zum Iran und zu Russland, die dieses Regime hat. Es gibt freigegebene Geheimdienstdokumente, aus denen ganz klar hervorgeht, dass seit Beginn der 2000er Jahre die Regierung Bush versucht hat, via Syrien den Iran zu schwächen. Denn, wie gesagt, Syrien war der engste Verbündete des Irans und ist es noch immer. Und die Überlegung war, wenn man dieses Regime schwächen kann oder gar einen Regimewechsel herbeiführen kann, dann wird der Iran geschwächt, auch deswegen, weil die Bewaffnung und die logistische und finanzielle Versorgung der Hezbollah, der Partei Gottes, jener schiitischen Miliz im Libanon, die aus israelischer Sicht als Todfeind gilt, die erfolgt ja wesentlich über Syrien. Wenn also dieses Regime stürzen würde in Damaskus, so die Überlegung, dann würde eine neue Regierung an die Macht kommen, eine sunnitisch geprägte, und die würde natürlich die privilegierten Beziehungen zum schiitischen Iran beenden. Und damit hätte die Hezbollah ein großes Problem. Deswegen hat ja auch die Hezbollah auf Seiten des Assad-Regimes gekämpft gegen diese Dschihadisten, sunnitische radikale Extremisten. Ja, also eine etwas, sagen wir mal, nicht ganz eindeutige Gefechtslage mit sehr, sehr vielen Akteuren, die hier eingewirkt haben. Es ist aber nicht nur dieser Aspekt, wie kriegen wir Iran und Russland klein, der hier eine Rolle gespielt hat bei den westlichen Überlegungen und den Überlegungen der Türkei und Saudi-Arabiens, einen Regimewechsel herbeizuführen, sondern spielen auch andere Dinge eine Rolle. Nicht zuletzt der Bau einer geplanten Pipeline spielte eine doch ganz zentrale Rolle. Es war geplant worden, schon in den 1990er Jahren eine Erdgas-Pipeline zu bauen von Katar über Saudi-Arabien, Jordanien, Syrien in die Türkei. Syrien ist kein Land, das mit Blick auf seine Bodenschätze von Bedeutung wäre. Aber es ist, wenn man sich das Land auf der Landkarte mal anschaut, von großer geostrategischer Bedeutung. Denn alle Wege vom Golf in Richtung Europa via Türkei führen über Syrien. Es sei denn, man nimmt einen riesigen Umweg über den Irak, das ging natürlich auch. Aber das rechnet sich dann nicht. Und es gab also Überlegungen in den 1990er Jahren, eine Erdgaspipeline zu bauen von Katar in Richtung Türkei und somit in den europäischen Markt. Es ist völlig klar, dass Russland mit diesem Bau nicht einverstanden war, denn wenn katarisches Erdgas, das bislang in verflüssigter Form über Tankschiffe nach Europa kommt und deswegen teurer ist als russisches Erdgas, Russen sind natürlich nicht interessiert daran, dass dieses Gas im großen Umfang auf den europäischen Markt kommt und damit den Preis für russisches Erdgas senkt. Also hat Bashar al-Assad, wenn ich mich richtig erinnere, 2003 war das, klipp und klar gesagt, diese Pipeline wird nicht gebaut. Und damit war im Grunde genommen aus Sicht vieler Akteure in westlichen Hauptstädten klar, der Mann muss weg. Es gibt übrigens eine Vorgeschichte, die ich auch beschreibe in meinem Buch. Dieser Versuch, Assad zu stürzen, der im Grunde genommen offizielle westliche Politik seit spätestens Ende 2011 war, dieser Versuch, ein Regime in Syrien zu stürzen, hat eine lange Vorgeschichte. Die CIA, die Spionageorganisation der USA, die zwei Aufgaben hat im Wesentlichen, wurde 1947 gegründet. Einmal natürlich eben, wie gesagt, Spionage, aber zum anderen eben hat die CIA auch, und das wissen die meisten nicht, die Aufgabe, Regime zu beseitigen oder Politiker sozusagen sich zur Brust zu nehmen, die nicht amerikanischen Interessen entsprechen. Und das hatte dann meistens das vorzeitige Ableben der betreffenden Herrschaften zur Folge oder eben ein Regimewechsel. Und den ersten Regimewechsel, den die CIA überhaupt weltweit jemals inszeniert hat, 1947 wurde sie gegründet, wie gesagt, dieser erste Regimewechsel überhaupt fand 1949 statt, und zwar in Syrien, aus folgendem Grund. Damals wurden die arabischen Golfstaaten, allen voran Saudi-Arabien, zunehmend wichtig für die Versorgung des Weltmarktes mit Erdöl. Und die Amerikaner hatten große geschäftliche Interessen in den Golfstaaten, vor allem in Saudi-Arabien. Und es sollte eine Pipeline gebaut werden aus dem Ostteil Saudi-Arabiens,
nach Sidon, das ist eine Hafenstadt im Süden des Libanon. 1948 wurde nun aber Israel gegründet und damit konnte diese Pipeline nicht verlaufen über die Palästina-Route, sondern musste einen Umweg nehmen über die syrischen Golanhöhen. Es gab aber sehr viele Proteste gegen die Staatsgründung Israels in der arabischen Welt, aufgrund der Vertreibung von rund der Hälfte der palästinensischen Bevölkerung im Zuge dieser Staatsgründung. Und viele dieser Flüchtlinge sind nach Syrien gekommen, die Menschen waren empört. Es gab Massenproteste in Damaskus gegen Israel und gegen die USA. Und die damalige Regierung war nicht bereit, diese Erdölpipeline durch Syrien bauen zu lassen. Naja, das versteht sich von selbst, dass man aus geschäftlichen Gründen solche Marotten nicht durchgehen lassen kann. Und die Amerikaner haben den ersten Putsch überhaupt organisiert. Die Einzelheiten lesen sich sehr spannend. Das ist so ein bisschen so ein James-Bond-Plot. Und so hat man dann einen Putsch inszeniert und einen etwas zwielichten Kurden an die Macht gebracht. Ein Mann namens Hosni Saim, übergewichtig, aufgedunsen. Aus einem Geheimdienstbericht der damaligen Zeit heißt es, oder in einem Geheimdienstbericht aus der damaligen Zeit heißt es, er sei schwerfällig in seinem Denken, habe nicht einmal den Verstand eines französischen Korporals, aber er sei voll und ganz antikommunistisch eingestellt und hätte keine Einwände gegen den Bau der besagten Pipeline. Somit wurde er also der nächste Präsident Syriens, blieb gerade mal 100 Tage im Amt, bis er dann vom nächsten Putschisten ins Jenseits befördert wurde. Aber die Verträge für den Bau dieser Tapline, dieser Pipeline, waren geschlossen worden und so konnte also dann die Pipeline gebaut werden. Und es gab noch einmal zwei Versuche, einen Regimewechsel militärisch herbeizuführen in Syrien 1956 und 1957. In beiden Fällen ist das gescheitert. Der Grund dafür war, dass aufgrund dieser Putscherfahrungen die entstehende Machtelite in Syrien und vor allem die Generalität den Amerikanern zutiefst misstraute und sich immer mehr an die Sowjetunion angenähert hat, was ja sozusagen naheliegend ist. Ich muss ja irgendeinen Verbündeten haben und die Amerikaner mögen mich nicht, die wollen mich wegputschen, also gehe ich dahin, wo ich hoffe, Freunde zu finden. Und die Russen waren natürlich, die Sowjetunion war natürlich gerne geneigt, den Syrern unter die Arme zu greifen und den eigenen Machteinfluss dann entsprechend in der Region auszubauen. Und die engen Beziehungen, die heute zwischen Syrien und Russland bestehen, die haben ihre historischen Wurzeln in diesen Putschversuchen der 1950er Jahren, weil eben das damalige Militärregime sich an Moskau orientiert hatte und gleichzeitig sich den westlichen Vorstellungen, wie man Macht organisiert, nicht beugen mochte. Also kurzum, das Regime sollte weg, aber das hat nicht geklappt, nicht zuletzt deswegen, weil der syrische Geheimdienst Wind bekommen hatte von diesen Putschabsichten. Und es gibt schöne, ich beschreibe das auch und erzähle das, wie also dann unter Khrushchev war es, glaube ich, dann den Amerikanern signalisiert wurde, wenn es weiterhin einen türkischen Truppenaufmarsch entlang der syrischen Grenze geben würde, 1956 war das, dann werde man dafür sagen, dass es demnächst auch einen bulgarischen Truppenaufmarsch entlang der türkischen Grenze geben würde. Und in diesen Geheimdienstspielen, die dort betrieben worden sind, hat man natürlich irgendwann auch erkannt, wo die roten Linien sind. Also haben dann die Amerikaner es akzeptiert, dass sie in Syrien keinen Regimewechsel herbeiführen können. Es gibt Putschpläne, die waren sehr konkret im Jahr 1957, wie man einen solchen Putsch organisiert, wie man das Ausland dazu bringt, die Türkei insbesondere, zu intervenieren in den Konflikt in Syrien. Wenn man das dann liest, ich beschreibe das im Detail in dem Buch, dann hat man das Gefühl, man liest die Blaupause der heutigen Versuche, Assad zu stürzen. Es ist also sehr interessant zu sehen, welche historischen Kontinuitäten es hier gibt. Es ist also nicht so, dass dieser Wunsch, Assad zu stürzen, nun in der Gegenwart alleine entstanden wäre, sondern er hat eine lange, Jahrzehnte zurückreichende Geschichte. Nur über diese Zusammenhänge erfährt man in den hiesigen Medien bei uns eigentlich so gut wie nichts. Und es ist eben wahrscheinlich auch nicht wirklich erwünscht, weil das offizielle Narrativ lautet ja gut-böse, wir rechnen zu den Guten, weil wir für die richtigen Werte stehen und wir wollen ja den verzweifelten, um ihre Freiheit kämpfenden Menschen in Syrien beistehen, damit sie nun endlich diese ihre Freiheit, die ihnen von dem furchtbaren Assad-Regime und den Russen und den Iranern verwehrt wird, auch verwirklichen können.
Das ist so die offizielle Linie und an der halten quasi die Medien, die Printmedien, wie auch die naja, öffentlich-rechtlichen und so weiter, und die Privaten interessieren sich sowieso nicht für solche Themen. Das geht dann also durch und ich fand das für mich selber auch sehr interessant. Ich stelle ja dieses Narrativ nun in Frage und begründe das auch unter Verweis auf vor allem amerikanische Quellen und fand das also auch ganz interessant zu sehen, wie man dann mächtigst angegriffen und angefeindet wird, weil natürlich, klar, diejenigen, die das offizielle Narrativ bedienen in den Medien, die fühlen sich natürlich dann provoziert durch jemanden, der sagt, naja, man kann es auch mal anders sehen und man kann ja vor allem auch mal das tun, was eigentlich ein Journalist idealerweise tun sollte, nämlich recherchieren, mal die Faktenlage checken. Ja, aber das ist eben, wie gesagt, nicht so richtig erwünscht. Wenn man einmal anfängt, in diesem ganzen Sumpf zu wühlen, nicht? Also was die Geheimdienste da so angestellt haben oder welche Machenschaften es hinter den Kulissen gab und gibt, dann fällt man teilweise wirklich vom Glauben ab. Ich recherchiere gerade für ein neues Buch und da ist mir jetzt in der letzten Woche, das habe ich nicht gewusst, da gab es, also, es gab ja diesen Krieg Irak-Iran 1980 bis 88 und Saddam Hussein glaubte damals, der Iran sei durch die Revolution geschwächt und leichte Beute und er könne einmarschieren und sich die ölreiche Region Khuzestan entlang der, also unmittelbar Nähe der irakischen Grenze einverleiben, nicht? Aber da hat er sich verzockt gehabt. Denn der Krieg wäre 82 schon zu Ende gewesen. Mit einem Sieg hätte er geendet, der Iraner. Das wollten die Amerikaner aber nicht. Und dementsprechend haben sie dann beide Seiten mit Waffen beliefert. Aber bevor das erstmal Fahrt aufnahm, wer war dasjenige Land, das in den ersten zwei Jahren des Krieges die meisten Waffen an das Khomeini-Regime geliefert hat? Das war Israel. Die Israelis haben im großen Umfang Waffen an den Iran geliefert. Die haben eigens ein Liaison-Office eingerichtet auf Zypern, wo sich dann also Vertreter Khomeinis mit Vertretern der israelischen Regierung der damaligen getroffen haben und hat man eben die Einzelheiten dieser Waffengeschäfte besprochen. Während des gesamten Krieges bis Ende 1980er Jahre gab es nie weniger als 100 israelische Militärberater im Iran, Khomeinis, ja, und haben sozusagen die Kommunisten beraten, wie sie ihren Krieg gegen Saddam Hussein führen sollen. Und ich finde das sehr interessant, weil der offizielle Diskurs ist ja, der Iran ist böse, der ist antisemitisch, anti-israelisch, anti-dies, anti-das. Aber wenn man dann mal so etwas erfährt, und das lässt sich alles per Quelle belegen, ja, dann stellt man fest, also hinter den Kulissen werden Spiele gespielt, von denen wir normalerweise gar nichts erfahren. Deswegen darf man auch einem offiziellen Diskurs, gerade in internationalen Konflikten, niemals trauen. Und wer nun also wirklich da, also diesen Diskurs bedient von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, der weiß entweder wirklich nicht, wovon er redet, oder er verarscht die Leute, muss man ganz klar sagen, nach dem Motto, es muss auch gar nicht, bestimmte Fakten müssen auch gar nicht groß in die Öffentlichkeit getragen werden. Das reicht, wenn so ein paar Happy Few über diese Dinge Bescheid wissen. Das Interessante ist übrigens, dass diese ganzen Waffengeschäfte, die wurden dann ja noch publik. In den 80er Jahren gab es die Iran-Contra-Affäre, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, denn unsere amerikanischen Freunde Reagan war damals so frei, der hat dann einen Teil der Gelder, die mit den Waffengeschäften mit dem Iran erzielt wurden, verwendet, um Waffen zu kaufen für die Contra-Rebellen, die in Nicaragua gegen die demokratisch gewählte, aber dummerweise sozialistische Regierung der Sandinisten Krieg führten. Ja? Das war illegal. Sowohl die Waffenlieferungen in Richtung Irak, Iran sowieso, wie auch die Bewaffnung dieser Rebellen. Es gab ein eigenes Gesetz, das in den USA verabschiedet wurde. The Congress wollte nicht, dass die CIA die Kontrarebellen bewaffnet. Man hat es aber trotzdem getan und ihnen außerdem noch die Lizenz gegeben, quasi, dass sie südamerikanisches Kokain in die USA exportieren, sodass sie ihren Krieg finanzieren konnten gegen die Sandinisten. Das ist also der pure Wahnsinn. Absolut gesetzwidrig, was die Regierung Reagan gemacht hat. Es gab dann mehrere Untersuchungsausschüsse, weil das Ganze dann natürlich irgendwann rausgekommen ist. All diese Untersuchungsausschüsse sind im Sand verlaufen. Kein einziger der Top-Verantwortlichen ist jemals dafür zur Rechenschaft gezogen worden. Nicht einer. Ja, und es ist schon interessant zu sehen, dass ein amerikanischer Präsident schlichtweg die eigene Verfassung, die eigene Gesetzeslage komplett ignoriert, nach dem Motto, mir doch egal, und seine eigene Politik macht und am Ende kommt er damit auch durch. Es wäre eigentlich ein Fall gewesen für ein Impeachment, wie bei Richard Nixon. Aber man hat es natürlich nicht gemacht, weil letztendlich war es ja für eine gute Sache, nicht? Denn wer will eine sozialistische Regierung mit Amerika, dann werden die Bananen teurer. Also es ist, wenn man mal richtig raufguckt, man kann sich den Zynismus derer, die wirklich die großen Räder drehen, gar nicht abgründig genug vorstellen. Also da geht es nicht um Werte oder sonst was, da geht es nur um Macht
Einfluss, Geld. Die Erkenntnis ist jetzt nicht sonderlich neu, wahrscheinlich die ganze Menschheitsgeschichte war immer schon so. Aber gerade deswegen sollte man ja auch vorsichtig sein mit offiziellen Verlautbarungen und so weiter. Man erkennt aber auch an diesem Beispiel, dass sozusagen das, was wir uns jetzt in der deutschen Politik leisten, GroKo, KoKo oder Klimbim oder keiner weiß, wohin geht die Reise, dass das einfach völlig absurd ist, weil die großen Räder werden ganz woanders gedreht und da geht es auch um ganz andere Dinge. Wir leisten uns hier aber den Luxus, uns hier mit einer Nabelschau zu befassen und Backe, Backe, Kuchen und hier ein bisschen Intrige und da ein bisschen Ballaballa. Es geht nicht wirklich voran. Und das Ganze ist eigentlich, sagen wir mal so, die Weltläufe, so wie sie sich jetzt gestalten, die bewegen sich in einem immer schneller werdenden Tempo. Es hat kaum noch jemand Überblick, was geschieht da eigentlich in diesen Ländern. Kaum noch einer kann Einfluss nehmen auf das. Es gibt kaum noch Stellschrauben, weil so viele Akteure hier dabei sind, die Suppe zu versalzen. Und das, daraus kann sich sehr schnell sehr Gefährliches entwickeln. In Syrien nun war es so, dass der westliche Plan, das Regime von Assad zu stürzen, nicht aufgegangen ist. Und die Ersten, die es begriffen haben, waren die Türken. Die haben nämlich dann in der Mitte 2016 quasi die Seiten gewechselt. Die Türkei wollte immer den Sturz von Bashar al-Assad, war auf Seiten der EU und der USA. Und dann haben die Türken, nachdem sie sich zuvor mit Putin überworfen hatten, mit Russland wieder versöhnt, und sind dann mit Russland und Iran gemeinsam, haben sie eine neue Syrien-Politik betrieben, die letztendlich darauf abzielt, natürlich Assad an der Macht zu belassen. Und warum haben die Türken das gemacht? Das ist ein ganz einfacher Grund. Kurden. Sie haben erkannt, im Norden Syriens leben Kurden. Ne? Kurden. Und die leben auch im Irak, im Norden des Irak und so weiter. Und der Türke mag die Kurden nicht so, weil er auch Kurden im eigenen Land hat und die Kurden im Norden Syriens sind eng liiert mit der PKK. Staatsfeind Nummer 1 in der Türkei, gefolgt von Gülen. Und diese Kurden gilt es klein zu halten. Ja? Also Erdogan hat sich überlegt, okay, wenn ich mit den Russen jetzt mitmache, dann habe ich die Möglichkeit, türkische Interessensgebiete im Norden Syriens abzustecken. Und das unsere Politik oder das, was wir in den Nachrichten erfahren, das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was relevant ist. Also im Augenblick sieht es so aus, als würde die türkische Armee kurz davor stehen, in den nächsten Tagen in den Norden Syriens einzumarschieren. Ja? Warum? Weil die Amerikaner ihrerseits vorhaben, in großem Umfang amerikanische Soldaten in diese Kurdenzonen zu entsenden und diese Kurden als Hilfstruppe aufzubauen, zunächst im Kampf gegen den Islamischen Staat. Aber dieser Kampf ist jetzt erst einmal geschlagen, insoweit, als es das Kalifat nicht mehr gibt. Das Terrorproblem wird uns erhalten bleiben, weil ja die Ursachen, die zum Erstarken des Islamischen Staates geführt haben, nach wie vor vorhanden sind. Die sind ja nicht beseitigt. Und der Krieg in Syrien, also der gescheiterte Versuch, Assad zu stürzen, hatte aber zur Folge, dass der Iran einflussreich geworden ist, sehr einflussreich. Die Iraner haben eigentlich immer profitiert von den Dummheiten anderer. Im Iran wird ja immer vorgeworfen, er sei ein ganz böser, weil er expansiv sei und so weiter. Aber der iranische Einfluss, die machen natürlich auch ihre Interessen und Machtpolitik ohne Rücksicht auf Verluste. Ja? Also wenn man mal genau hinschaut, muss man sagen, alle Akteure machen das. Die Russen, die Iraner, die Amerikaner, alle ja, machen ganz skrupellos ihre eigenen Interessenspolitik ohne Rücksicht auf Verluste. Ob da ein paar Millionen draufgehen oder nicht, spielt auch keine Rolle. Das ist völlig wurscht. Wenn ein Staat zusammenbricht, auch egal. Aber der Iran hat immer profitiert von den Fehlern des Westens. Erst haben die Amerikaner die Taliban beseitigt in Afghanistan. Radikale Sunniten, die hassen die Schiiten im Iran. Dann waren sie auf einmal weg. Jedenfalls hatten sie erstmal einen anderen Feind zu bekämpfen als den Iran, nämlich die Amerikaner. Dann waren die Amerikaner so nett, haben Saddam Hussein gestürzt. Die Schiiten kamen an die Macht in Bagdad. Und die neue schiitische Machtelite kann gut mit der schiitischen Machtelite in Teheran. Dann hatte der Westen die Idee, weg mit Bashar al-Assad, um Iran zu schwächen. Ja, der ist jetzt aber nach wie vor in der Macht. Dumm gelaufen. Der Iran hat davon profitiert und ist jetzt auch in Syrien einflussreich. Jetzt sind sie alle am Jammer. Die Amerikaner, die Europäer, die Israelis und sagen, pfui, nicht? Der Iran expandiert, Bedrohung für unsere Sicherheit. Ja, hätte man vorher mal 3 und 4 zusammengerechnet, hätte man das alles vermeiden können. Es war ein Unsinn sondergleichen, Assad stürzen zu wollen. Natürlich ist der Kerl brutal und natürlich haben viele Syrer gelitten unter ihm. Aber die Alternative, das was jetzt ist, ist um ein Vielfaches schlimmer, als wenn man den Status quo bewahrt hätte. Und man kann eine gesellschaftliche Veränderung nur von innen heraus in einer Gesellschaft erreichen. Es muss sozusagen der Boiling Point
erreicht sein innerhalb einer Gesellschaft, auf dass es eine wirkliche Revolution, Veränderung geben kann. Man kann nicht Regime-Change von außen erzwingen wollen, beziehungsweise das kann man schon, aber das Ergebnis ist dann Staatszerfall und Milizenherrschaft. Also genau das, was wir im Irak haben, was wir in Syrien haben, in Libyen haben, im Jemen haben, große Leistung. Und deswegen ist das alles sehr gefährlich, was wir jetzt hier haben in der Region. Wir haben also in Syrien eine Situation, dieser Krieg ist erst einmal nicht beendet, aber ist ein bisschen so, ich sag mal, hat nicht mehr Top Gun Level, sondern so eine Stufe drunter. Ja? Und das ist der Krieg ist jetzt so ein bisschen on hold, ja? Also in der Wartephase kann man sagen. Denn die nächsten Konflikte kündigen sich an. Die Iraner sind präsent in Syrien, die Russen sind präsent in Syrien. Die Amerikaner sind zunehmend präsent, die Türken sowieso. Na, das wird irgendwann richtig rumsen. Und man darf nicht den Konflikt in Syrien isoliert betrachten. Da sind ja die anderen Konflikte noch. Da ist der Irak, da ist der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Die israelische Militär ist ja nicht müde zu betonen, dass sie lieber heute als morgen gegen Hezbollah im Libanon vorgehen würden. Also es gibt ja eine unglaubliche Gemengelage. Und dann kommt noch die zusätzliche Konfrontation zwischen Saudi-Arabien und Iran dazu. Saudi-Arabien sieht im Iran ja nun den Gott sei bei uns per se. Und sieht sich damit im selben Boot wie die Israelis und die Amerikaner, die ihrerseits auch einen Regimewechsel herbeiführen wollen. Und das sagt man natürlich nicht ganz so plump, sondern man sagt dann zum Beispiel von amerikanischer Seite aus, das Atomabkommen mit dem Iran ist der schlechteste Deal aller Zeiten, muss man nachverhandeln. Das ist aber ein bisschen schlecht, wenn man internationale Verträge, wenn man die nicht mehr einhält, ja, ja, warum soll denn noch irgendjemand, zum Beispiel ein nordkoreanischer Diktator, mit irgendjemandem irgendwelche Verträge schließen über seinen Atomarsenal, wenn er, der Nordkoreaner, genau weiß, diese Verträge sind das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Die Europäer haben das irgendwie noch so im Blut, dass das nicht gut ist, wenn man so einen Vertrag nicht verlängert oder aufkündigt, aber Donald hat so sein eigenes Verständnis von der Welt. Alles hängt mit allem zusammen. Warum die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels? Das ist der Versuch, diese amerikanisch-israelische Achse zu stärken gegen den Iran. Der Iran ist der neue große Feind in der Region, das sehen die Saudis auch so. Nun kann man iranische Machtpolitik kritisieren, selbstverständlich. Ja? Die sind auch nicht zimperlich, wenn es darum geht, ihren eigenen Einfluss durchzusetzen. Aber was man ihnen nicht vorwerfen kann, ist, dass sie von den Fehlern der Dummheit der anderen profitieren. Ja? Und eigentlich müsste man Selbstkritik üben und sich sagen, das war keine dolle Idee, Regime-Change in Syrien um jeden Preis. Macht man aber nicht. Da müsste man ja Selbstkritik üben. Das ist aber nicht gut. Und das alles hat gravierende Folgen, auch mit Blick auf die Flüchtlingsfrage zum Beispiel. Ja? So, die ganze innenpolitische Dimension will ich jetzt gar nicht erläutern. Aber das ist wieder mal so eine deutsche Nummer. Man hat 800.000 Flüchtlinge etwa aufgenommen aus Syrien. Erst waren sie alle willkommen. Der Gag ist jetzt der, die meisten dieser Flüchtlinge, oder die Flüchtlinge haben keinen einheitlichen Status. Ja? Bis vor 2 Jahren wurde jeder, der aus Syrien als Flüchtling nach Deutschland kam, als politischer Flüchtling anerkannt. Die meisten derer, die aus Syrien gekommen sind, sind aber keine politischen Flüchtlinge, sondern Kriegsflüchtlinge. Die sind vor den Bomben und den Zerstörungen und im Sterben da geflohen, so wie die Jugoslawen in den 90er Jahren. Bei den Jugoslawen, denen hat man subsidiären Schutz gewährt, wie es heißt. Das heißt, die konnten bleiben, temporär, bis der Krieg eben vorbei war, dann mussten sie wieder zurück. Ein Großteil jedenfalls davon. Indem ich Flüchtlinge ohne Einzelfallprüfung kollektiv zu politischen Flüchtlingen ernenne, schaffe ich insofern einen gefährlichen oder schaffe ich einen Präzedenzfall. Wenn ich einmal anerkannt bin als politischer Flüchtling, dann ist es sehr schwer, mich wieder abzuschieben. Das bedeutet im Klartext, dass man durch die Anerkennung dieser hunderttausenden Flüchtlinge als politische Flüchtlinge de facto gesagt hat, ihr könnt alle bleiben. Ja? Darauf lief es hinaus. Das wusste eigentlich auch jedes Amt, das diese Bescheinigung ausgestellt hat. Aufgrund der innenpolitischen Entwicklung in Deutschland aber gab es dann ein großes Bohai. Oh, verdammt, zu viele Flüchtlinge und nee und so und AfD ist so stark geworden, jetzt müssen wir gegensteuern und jetzt müssen wir möglichst viele von denen wieder raus. Deswegen hat man seit 2 Jahren, werden Flüchtlinge aus Syrien nicht mehr als politische Flüchtlinge anerkannt, sondern noch als Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz. Und die ersten Flüchtlinge klagen jetzt dagegen, dass sie nur subsidiären Schutz haben und nicht als politische Flüchtlinge anerkannt worden sind. Mit dem Ergebnis, naja, dass das alles noch, wie soll ich sagen, sehr viel Unruhe geben wird, weil klar, diejenigen Flüchtlinge, die nicht als politische Flüchtlinge anerkannt sind, fragen sich natürlich völlig zu Recht, warum sind wir nicht auch als politische Flüchtlinge anerkannt? Und erklären Sie mal in Afghanen,
warum man den nach Hause abschieben darf, ja, in Richtung Kabul, in Syrien aber nicht. Ja, weil letztendlich, die Verhältnisse in Afghanistan sind genauso beschissen wie die in Syrien. Aber man ist letztendlich Opfer des eigenen Gutmenschentums, ja, weil die Deutschen haben sich gesehen, deutsche Politik, boah, der ist so böse, der Assad, ne? Boah, ist der böse, ne? Dann müssen wir helfen den Menschen, ja, müssen wir die alle anerkennen als politische Flüchtlinge. Hat aber nicht die Folgen bedacht. Jetzt versucht man das Ganze wieder rückabzuwickeln und ist in einer ganz prekären Twitter-Situation. Es gibt, wenn man es nüchtern betrachtet, eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, gut, die sind jetzt hier, die Flüchtlinge, die werden hier auch bleiben, aller Voraussicht nach, die allermeisten von ihnen. Also alles tun, um sie so schnell wie möglich zu integrieren, damit sie hier eine Zukunft haben. Das Gefährlichste und Dümmste, was man machen kann, ist, die jetzt erstmal jahrelang in so eine Wartestellung zu bringen, nach dem Motto, mal gucken, was aus euch wird, ob ihr hier eine Perspektive habt oder nicht. Dann sitzen die 3, 4, 5 Jahre rum, bis sie dann vielleicht irgendwann mal einen gesicherten Status haben. Aber ich meine, wenn sie das mit einem 17-, 18-, 19-Jährigen machen, der sein Leben an sich vorbeiziehen sieht, in irgendeinem beschissenen, Entschuldigung, Flüchtlingsheim in Thüringen oder sowas, dass die Leute im Zweifel irgendwann radikal werden und auf dumme Gedanken kommen, das versteht sich eigentlich von selbst. Also man hat sich hier selber sozusagen ein Problem geschaffen, das man bei ein bisschen Verstandesarbeit im Vorhinein eigentlich in dieser Form gar nicht hätte haben müssen. Das hätte man anders lösen können, dieses Problem. Subsidiärer Schutz, genau wie bei den jugoslawischen Kriegsflüchtlingen, hätte voll oft gereicht. Naja, aber jetzt haben wir eben eine andere Situation und da kommt man noch erstmal nicht raus. Und es ist ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn man die Folgen des eigenen Tuns nicht bedenkt. Die Deutschen waren mit die Ersten, die sehr willig waren, amerikanische Interessenspolitik umzusetzen in Sachen Syrien. Nur, wie gesagt, die Flüchtlinge sind in Deutschland, nicht in den USA. Und über diese Dinge wird eigentlich nie diskutiert, nie. Darüber wird nicht geredet. Wir diskutieren stattdessen über, keine Ahnung, Leitkultur oder irgendwie Kopftuch, ja oder nein oder irgend so ein Blödsinn. Das sind alles absolut, das sind Erregungsthemen. Da kriege ich sozusagen jeden halb Eingeschlafenen wieder mit wach, weil da hat jeder eine Meinung dazu, wie das ist jetzt mit dem Kopftuch. Aber das sind völlig irrelevante Fragen. Das ist, also, wir haben aber verlernt, unseren Blick zu richten auf die großen Fragestellungen und über diese Fragestellungen in einer diskursiven Form uns auseinanderzusetzen. In der Politik findet das nicht mehr statt. Die Auseinandersetzungen oder die politischen Diskussionen sind ausgelagert worden in die Talkshows und wie der Name schon sagt, es ist eine Show und es geht eben nicht um Analyse, Bestandsaufnahme und dann irgendwie Lösungsfindung, sondern man psalmodiert so vor sich hin. Also alles keine guten Verhältnisse. Last but not least erlaube ich mir den Hinweis, Syrien fiel aus der medialen Berichterstattung raus, nachdem Ost-Aleppo im Dezember 2016 zurückerobert worden war von der syrischen Armee. Ost-Aleppo war die letzte große, wichtige, bedeutende Stadt unter der Kontrolle der sogenannten Opposition, also sprich der Dschihadisten, sprich der Nusra-Front. Und dann ist es den Russen und der syrischen Armee gelungen, die zu vertreiben. Mit Bombardements noch und nöcher. Da sind viele Zivilisten mal draufgegangen. Tausende. Und Krankenhäuser waren zerstört worden. Also die waren nicht zimperlich. Sehr, sehr viele Zivilisten sind dabei getötet worden. Riesiger Bohai in hiesigen Medien. Nicht? Und Schweinerei bis hin zum UN-Generalsekretär. Unmenschlich, verbrecherisch und hast du nicht gesehen. War es ja auch, wenn man so will. Dann aber, wenn man vergleiche, Mosul. Kaum war Ost-Aleppo an die syrische Armee gefallen. Damit war dieser Stellvertreterkrieg in Syrien für den Westen de facto auf einer symbolischen Ebene sichtbar verloren. Ja? Der Westen musste quasi einräumen, verdammt, die Russen haben den Krieg gewonnen, die Iraner haben den Krieg gewonnen und das Assad-Regime. Dumm gelaufen. Kurz darauf richtete sich dann der Fokus auf Mosul. Die zweite, die große Hochburg neben Raqqa, also die Hauptstadt, die Hochburg des Islamischen Staates im Irak. Und Mosul wurde ebenfalls wochenlang belagert, beschossen, genauso wie die Russen und die syrische Armee aus Aleppo platt gemacht haben. Quasi ist es auch Mosul platt gemacht worden. Es gab Tausende und Abertausende getötete Zivilisten. Die ganze Innenstadt ist platt, zu 90% zerstört. Das hat niemanden hier irgendwie, soll ich sagen, nachhaltig betrübt. Es hieß dann eben, naja, klar, sicher sind viele Zivilisten ums Leben gekommen, aber was willst du machen, nicht? Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und ja, und so sind also auch dort tausend Menschen ums Leben gekommen, aber ist egal. Die haben jetzt nicht so diesen narrativen Sidekick, diese Toten, weil es waren ja die Guten, die Mosul befreit haben. Ja, es war die irakische Armee, gemeinsam mit der amerikanischen Armee, die dieses geleistet hat. Und insofern waren diese Toten, tja, wie soll man sagen, der Preis der Freiheit.
Und man hat das eben nicht verwendet für ein narratives J'accuse, wie man das gemacht hat im Falle eben Ost-Aleppos, wo die Anklage gegen Russland, gegen den Iran gehen konnte und man sich suhlen konnte in der eigenen Überzeugung, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Ja, es ließ sich noch vieles sagen. Also der Krieg ist nicht vorbei. Ja? Also das ist gerade so ein bisschen, wie gesagt, in der medialen Wahrnehmung nicht so präsent. Aber die ganzen Konflikte und Krisen in Israel, Palästina, in Syrien, Irak, Saudi-Arabien gegen Iran, die USA, die immer noch Regimewechsel wollen im Iran und so weiter, das ist eine ganz gefährliche, explosive Mischung. Und die kann sich jederzeit entzünden. Wo sie sich entzünden wird, an welchem Punkt, wo am Ende die ganze Chose hochfliegt, das weiß im Augenblick keiner. Ja? Aber es wird passieren und es ist wirklich eine gefährliche Situation. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Waffen wie im Nahen und Mittleren Osten. Und es gibt sehr, sehr viele Akteure, die auch bereit sind, diese Waffen jederzeit einzusetzen. Kurzum, also der Konflikt bleibt uns erhalten, die Problematik bleibt uns erhalten und die politischen Akteure bei uns haben, wie ich meine, nicht ansatzweise begriffen, wo eigentlich der Hammer hängt und hängen immer noch fest in einer Gedankenwelt, die sehr stark sich mental in den 80er, 90er Jahren bewegt. Also man sieht die Welt aus einer gut-böse Perspektive, westliche Wertegemeinschaft, transatlantische Gemeinschaft. Durch den Wahlsieg von Trump ist einiges hier ins Rutschen gekommen, weil auch die Gutwilligsten begriffen haben, dass dieses, also fast schon psychotische sich anlehnen wollen an die amerikanische Führungsmacht, so nicht mehr funktionieren wird. Die Europäer werden anfangen müssen, selber zu denken und auch selber ihre eigenen Interessen zu benennen. Und unsere Interessen sind es nicht, in der Region einen Staat nach dem anderen zerstört zu sehen, denn die Folgen bekommen wir sehr viel mehr zu spüren als etwa unsere amerikanischen Freunde. Und insoweit ist es auch legitim, dann zu sagen, an die Adresse der USA gerichtet, Leute, na, wenn ihr das Atomabkommen, das sagen ja unsere Leute, nicht? Dass sie sagen, wenn ihr Amerikaner das Atomabkommen aufkündigen wollt mit dem Iran, wir machen es nicht. Gleichzeitig erpresst aber Trump der Europäer und sagt, wir erwarten von euch Lösungsvorschläge in den nächsten 120 Tagen und andernfalls werden wir einseitige Maßnahmen ergreifen. Und schon wird der Europäer wankelmütig und überlegt sich, ja, Mensch, ja, müssen wir jetzt mal nochmal nachverhandeln, die haben da so ballistische Raketen, mit denen sie da rumspielen. Ja, mag ja sein, ja, ich will auch überhaupt nicht dieses Regime rechtfertigen oder dessen militärischen Aktivitäten, aber dass die da mit Raketen rumfummeln, das machen alle in der Region. Ja, im Fall Irans macht man daraus einen riesen Bohai. Israel ist Atommacht, redet kein Mensch drüber, ist kein Thema. Also das alles passt nicht zusammen, das ist nicht so, dass man sagen könnte, wow, da haben wirklich kluge Akteure im Westen jetzt und in Russland und im Iran, die reden miteinander, versuchen konstruktiv Lösungen zu finden, nichts dergleichen. Ja? Also es geht auf Konfrontation, es geht auf, ja, wer kann den anderen möglichst erfolgreich über den Tisch ziehen. Und die Amerikaner fühlen sich angepisst, wenn ich das so formulieren darf, dadurch, dass sie diesen Krieg in Syrien nicht gewonnen haben, machen dafür natürlich Russland verantwortlich und suchen eben die Konfrontation mit beiden Ländern. Und mit diesem optimistischen Outlook möchte ich jetzt erstmal meinen Vortrag beenden.